Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es ist immer noch dunkel. Und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Grounded mit mir und ohne Mathilde. Die stinkt nicht mehr und meine Tautropfen fallen nicht von Grashalm runter, voll doof. Hast du gerade mal einen? Ja, ich stehe hier an einem. Auf der anderen Seite, warte, muss ich mal kommen. Ich suche nämlich hier gerade welche. Wo siehst du denn einen? Ja, wir hatten das doch schon mal. Hier, an diesem Ding hier. Bei dir ist nee, da keiner. Bei mir ist da keiner. Na gut. Aber ich sehe gerade überhaupt keinen. Oh doch, da sehe ich einen. Im fucking Spinnengebiet. Ja, den sehe ich auch. Oh, der fällt auch runter. Dann nimm du den. Danke. At least it's clean. Ish. Also mal gucken, wo wir hin müssen. Ja, ich gucke erst gerade noch. Wir müssen nach Südosten. Ah, hier sind noch welche. Hm? Aber du gehst doch in die richtige Richtung. Stehst doch in die richtige Richtung. Ah, ich sehe einen, aber die fallen nicht. Ja, ich weiß auch nicht, der hängt da sogar. Wahrscheinlich zwischen mehreren. Hier war noch einer. Ja, da sehe ich noch einen. Direkt bei unserer wunderschönen Falle sehe ich einen. Ja, der ist runtergeputzelt. Hier, bei mir, ich hab bei ab, mir. Hab. Okay. Oh, hier hat sich eine Ameisen sich geopfert. Das muss ich dankbar annehmen, euer Opfer. Danke. Macht das. Danke, danke für euer Opfer. Müssen wir mal vorher gucken, nicht, dass hier eine Spinne rumläuft oder so. Vielleicht sollten wir auch eine zweite Blume. Oh, warte mal, da hat sich noch eine Ameise geopfert. Oh ja. Auch das muss ich danken annehmen. Wo ist denn die? Ich hab's doch gerade gehört. Let there be light. Dann ist der andere umsonst gestorben, keine Ahnung. Zu traurig. Ja, finde ich auch. Hast du dir ein Dings mitgenommen hier, was zum Runterfliegen? Ach, scheiße. Ja, habe ich. Ja, mit ein bisschen Glück kommen wir hier an einem Löwenzahn vorbei. Nee, ich brauche, sehe ich gerade was zum Heilen. Was brauche ich denn? Zap. Treiber und Zap. Mal gucken, ob ich unterwegs Zap finde. Du machst gerade wie die Mathilde ohne Heilung rumrennen. Hm. Komisch, da hat Mathilde mal Heilung mit und Heinrich nicht. Dafür habe ich an meine Maske gedacht, ja. Oh, was ist das denn hier? Eine Ameisenversammlung. Ah, die wollen denn die Feder transportieren oder? Ich hab keine Ahnung. Nee, ich hab da ein kleines Stück vergammeltes Fleisch gesehen bei denen. Wir bringen die ganzen Ameisen hier in die Ecke durcheinander, weil wir über unseren Müll hinwerfen. Sollte man vielleicht taktisch klug positionieren? Weißt du, so in der Nähe einer Spinnenhöhle einmal so vergammeltes Fleisch fallen lassen, dann kommen da ganz viele Ameisen hin und stöten die Spinne. Ich weiß ja nicht, ob die Spinne das auch noch isst. Das weiß ich auch nicht. Wir rennen gerade dahin, wo ich damals gestorben bin, ne? Ja, ich bin da auch gestorben. Da ist noch mein, Ich sehe da auch einen Rucksack, also so ist es nicht. Ja, ja. Oh, hier ist Sepp. Oh, lass mich, warte mal. Papa, hier, ich. Sepp 1. Step 2. War das nicht, wo die Kackmilben runterkommen? Könnte sein, das klingt zu krabbelig hier. Ja. Aber da wir Maidfass brauchen. Und da ich voll bin. Was habe ich denn für alles mitgenommen? Ah!
Oh ja, ist ein Klump. Da könntest du ganz viel Sap ernten. Ja, wo? Da, wo ich stehe. Hier. So, jetzt muss ich aber ganz schnell was rausschmeißen. Tut mir leid, Ameisen. Ja, hast du jetzt schon keinen Platz mehr? Ja, ich renne ja immer so viel. Oh, ich habe schon wieder was gelernt. Wok-Cracker. Cool. Ich bin voll cool. So, dann kann ich euch 7-mal Zap auch gleich in Heilung verarbeiten. Tue dies. Tada! Ich war das letzte schon mal schon im Dunkeln hier. Das ist voll doof im Dunkeln. Aber hier hätten wir ein Dandelion, dass du dir vielleicht was zum Runterschweben nehmen kannst. Hab ich dabei. Hast du doch dabei. Ja, hab ich dabei. Oh, da schleppt der Spinne. Upsi, schwupsi. Im Laub. Eine Kackspinne. Ein Torch ging kaputt. Da habe ich den Slot frei. Ich sehe nichts, ich brauche Licht. Ja, dann renn doch nicht so weit vor. So. Hast doch Licht. Ja, ich hatte halt erst das andere. Jetzt müssen wir hier wieder im Dunkeln den Weg nach oben finden. Das ist so nervig. Ich meine, ja, wir können natürlich auch von unten mit Pfeilen die Beeren abschießen, aber dafür müsste man sie natürlich sehen. Also ich sehe nichts. Hier ist schon mal, guck mal, die kannst du zerhacken. Habe ich. Sehr schön. Da brauchen wir ja gar nicht hochklettern, wenn unten schon Bären liegen. Ja, aber das Hochklettern macht Spaß. Hier ist noch eine. Zurück sie. Oh, und da ist was zu trinken, ganz viel. Oh, dann komme ich. Kann nämlich was gebrauchen. Oh, sorry. Das sah nach so einem Riesentropfen aus. Sah auch nach einem Riesentropfen aus. Na, also ich hätte jetzt gedacht, dass das mehr als ein Schluck ist, aber da ist noch was. Komm. Ich sehe auch einen, ich sehe auch einen. Ich habe mich sogar ein bisschen satt gemacht. Und da ist noch einer. Hier sind ganz viele. Ich bin jetzt gefüllt. Gut. Well, ich muss noch einen Pilz essen, aber dann... Jetzt geht's mir gut, du. Oh, und hier. Also deswegen, oben ist irgendwie ein Saftpäckchen und das tropft hier alles voll. Hier ist auch noch was zu trinken. Also hier gibt's wirklich viel zu trinken. Oh, jetzt kam auch gerade frisch was runter. Cool. Oh ja. Ich kann dich gar nicht slurfen, ich bin voll. So, aber ich suche hier gerade... Oh, da sind ganz viele Tropfen. Haha. 3 Stück nebeneinander. Aber ich suche gerade den Weg nach oben. Ja, ich... Weil von oben kann man besser die Berries auch abschießen. Aber wenn es dunkel ist, sieht man nicht so. Könnte auch mal langsam echt die Sonne aufgehen, ne? Ja, finde ich auch. Ja, und ich weiß, da oben können auch Spinnen sein, aber denen kann man tatsächlich erstaunlich gut aus dem Weg gehen. Hoch. Bau dir mal einen Marker, ey. Damit man auch nächstes Mal ja nicht so lange suchen muss im Dunkeln. Ja. Ne, hier geht's gerade nach unten. Das ist hier gerade die ganz falsche Richtung.
halt echt, jedes Mal, wenn ich hier ankomme, ist es dunkel. Jedes verfickte Mal. Und dementsprechend, jedes Mal suche ich diesen irgendwo ist nämlich so ein kleiner, dünner Ast, auf dem man hochklettern kann. Es muss ja da irgendwo gewesen sein, wo die ganzen Safttropfen sind, oder? Hm. Weil du hast ja gesagt, die Safttüte ist ja, ja oben. Ja. Das Ding ist, es ist ja mehr als ein so ein Busch. Glaube ich. Menno, ich weiß, ich habe das letztes Mal auch schon gesucht. Hm. Da habe ich es dann irgendwann gefunden, als dann so langsam die Sonne aufging. Und da war dann auch direkt so eine Field Station, war dann direkt da oben. Wenn eine Field Station ist, du Banane. Oh, warte. Dann müssen wir doch nur nach der Field Station gucken, das ist mir hier komplett falsch. Ja, die ist hier überhaupt nicht ein. Doch, bei mir schon. Oh, upsi. Dann renne ich doch da mal erstmal hin, wo die verfickte Field Station ist. Ich weiß jetzt bloß gar nicht, wer ich bin auf der Map. Ich bin, glaube ich, der untere. Du bist der obere. Oh, da ist gerade was gestorben. Ein Spiderling. Ja, davon gibt es hier mehrere. Bibi-Spinne. Wollen schlafen. Ja, die Spiderlinge sind nicht so dran. Nee, noch ein Stück. Wir sind jetzt unter... Ah, ich sehe aber schon die Field Station. Wir sind jetzt unter der Safttüte. Ach, die Field Station ist auf dem Boden? Nein, die ist auf dem Baum. Ah, da geht's so... Ah, jetzt habe ich den Ast gefunden. Jetzt habe ich den Ast gefunden. Ah, dann sind wir dran vorbeigelaufen. Ja, den kann man auch echt leicht übersehen hier. Ich bin nicht aber den vorbeigelaufen. Wo bist? Ach, da. Wir hätten einfach bei der Safttüte gucken müssen. Genau, hier natürlich vorsichtig sein, weil hier können durchaus Spinnen rumhüpfen. Und von oben am besten einfach direkt Bogen schnappen und was du an Beeren siehst, abschießen. Das landet dann unten alles. Okay. Ich mich hier nicht weiter hoch. Wo bist du jetzt? Ich sehe ja gar nichts am Bären, aber du machst das schon. Okay, ich habe nichts zum Analysieren. Ja, ich leider auch nicht. Aber ich habe ein Getränk und ich muss mal in Real Life was trinken. Fiat Lux! Sehr genug. Ja, ich habe mich verdrückt. Ich wollte nur meinen Bogen haben.
Komm her, du kleiner Wichser. Du Spider-Fuck, du. Dann komm ich. Spider-Fuck. Renn ich weg! Mann, oh Mann, Renn nicht weg, du Spider-Fuck. Renn nicht weg, du kleiner Spider-Fuck. Oh, hier hängen wir ein paar. Spider-Fuck. Ey, nein, ich wollte dich kaputt machen. Also wir müssten eigentlich dann später ganz viel... Ja, da liegen jetzt schon einige auf dem Boden. Theoretisch müssten wir nie wieder hierher kommen. Ja, theoretisch nicht. Aber praktisch bin ich jetzt schon das dritte Mal hier. Auch wegen dem Leder? Ja. Das ganze Leder, das wir hatten, ist für Dings draufgegangen, für unsere Sessel. Scheiß. Ey, der bleibt auf dem Laub liegen. Aber wir könnten, denke ich, schon langsam runterspringen. Ups. Ja, der eine bleibt im Laub leider hängen. Fällt nicht runter. So ein Arschloch. Aber ich habe jetzt keine Spinnen hier gesehen. Hm. Wir haben Glück, die schlafen alle. Na gut, dann gehe ich schon mal runter. Also, ich springe. Ach ja, ich hab ja Dingsbums. Warte. Wie läuft das? Muss ich das einfach ausrüsten? Warte, ich komm zu dir. Schon gesprungen? Nein. Also, ich hab bis das ausgerüstet und dann... Linke Taste gedrückt halt. Shift. Oh, da liegt noch ein Fall. Ich glaube. Ich probiere es einfach. Geronimo! Ah, Shift drücken. Ja, schieß noch der Pfeil. Ich will den Pfeil haben. Jeder Pfeil ist es wert, gerettet zu werden. Shift-Taste war die Pfeil-Hochtaste. Genau, springen und genau. Juhu! Oh, dann komme ich zur Beere. Oh, es gibt eine Hangtime. Mhm. Und dann? Ja, wenn du dich nicht mehr halten kannst, dann machst du einen Abflug. Okay, cool. Die Beere, die ich runter wollte, die kann ich jetzt zerficken, ja. Ups, nein, ich zerficke! Ich zerficke! Scheiße, falsch gedrückt, in Panik. Ah, du kleine Drecksbeere. Ah. Hat sie Glück, soll sie überleben. Jo, Beeren sammeln, Beeren sammeln. Ein jedes Kind. Oh, hier ist auch ein Pfeil. Runtergefallen. Zwei Pfeile. Ja, hier sind mehrere. Ja, alle abgeschossen, die Bären. Ja, ich ja auch. Oh, hier drei Bären auf einmal. Unten. Oh, erst den Pfeil aufheben. Pfeile gehen vor. Naja, ich weiß, warum ich voll bin, weil wir noch Viecher killen wollten für unterwegs. Meins, genau. Ja, genau, ich wollte Pfeile basteln. Kann ich die hier craften? Wenn du Nadeln mit hast? Ja. Ein paar konnte ich machen, jetzt nicht mehr. Also ich habe 24 Berry Chunks. Nur oh, da ist noch eine Berry. Ah, voll. Kannst du den nehmen? Jawollo. Da hat doch noch ein Pfeil, hast du den gerade gemoppelt? Jawollo. Die habe ich alle abgeschossen. Ich habe auch ein paar abgeschossen. Ich sehe noch Bären. Folge mir. Einer ist hier. Der andere war doch auch gleich hier.
Ich habe auch so 5 Beeren oder so runtergeballert. Hier ist noch eine Beere. Kann ich den Pfeil aufheben? Ja. Hey, bleib hier! Noch ein Pfeil. Was machst du da? Die rollt einfach weg. So. 31. Du hast aber schon früher in deiner Kindheit gelernt, dass man mit Essen nicht spielt. Das ist kein Essen, das ist ein Baurohstoff. Ah, es ist gut, dass es hier echt was zu trinken gibt. Oh, ich sehe noch eine Beere. Willst du noch eine haben? Ja. Da, komm runter. Beere. Na, da hinten ist zwar noch eine, aber das ist zu hoch. Oh, da ist ein Fell runtergebrutzelt. Meiner. Hm, okay. Ah, ich sehe noch einen, wo wir ran könnten. Die Bärenjagd soll sich ja gelohnt haben. So. Hast du da hier vorne? Kommt eine Beere, 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 Beere bei mir hier. Und der Pfeil steckt da oben, verdammt. Yeah. Kommt der auch mal runter? Ja, komm runter. Nein, mein Pfeil, mein Pfeil, mein Pfeil, mein Pfeil, 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 Pfeil. Okay. Okay. Gut. Ja, war... erfolgreiche Bärenjagd. Ich könnte jetzt nur ein bisschen Maidfass, also Maidfass könnte ich gebrauchen. Also ich habe ein bisschen was, also ich habe 4 Stück gesammelt. Huch, wie habe ich denn jetzt auf Third Person gestellt? T oder V oder Z, nee. Was, er? Nein, er ist Bogen wegschmeißen. Ah. Er ist es nicht. Oh, das war auch irgendwie... Ich hab ein Dings weggeworfen. Ja, das ging an mir vorbei. Muss hier irgendwo liegen. Hast du gefunden? Nee. Ich muss jetzt das machen. Oh, hinter dir. Milbe, Milbe oder sowas. Arschkrampe. Larve. Entschuldigung. Larve, Milbe, ist alles dasselbe. Juhu, wir haben Asset Gland. Also von denen kriegen wir Asset Gland. Also es ist... Oh, da ist noch eine. Dein Speer ist da irgendwo lang gelittert. Ja, ich will diese scheiß Larve haben. Oh, da ist ein Arschlochkäfer. Ma. Eine Lust auf Arschlochkäfer. Oh, da ist eine Milbe. Ah, da habe ich Bock drauf. Da ist eine Larve. Komm her, du. Ah, Arschlochkäfer hängt, ja? Hast du noch Platz für einen Arschlochkäfer? Ja. Riskieren wir es, ne? Ja. Oh, der hängt doch nicht. Arschlochkäfer hängt nicht. Lass hier rechts. Oh, der kommt hoch. Dann gehe ich runter. Kleines Arschloch. Was war das denn hier? Eine Milbe ist tot gesprungen. Hey, auf so rumzuspritzen. Das mache ich doch auch nicht. Die Sau. Oh, 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 oh. So, jetzt habe ich ihn aber gekillt, diesen Arsch. Sehr gut. So, Pfeile, 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 Pfeile. Yay, ich habe Bombardierparts. Und ich... Es sind noch ganz viele Pfeile. Ja, eine Larve ist auch irgendwie gestorben. Hat er wahrscheinlich... Oh, Scheiße! Oh Gott, eine Speedspinne! Ich bin weg, tot. Someone help me. Die habe ich nicht gesehen. Die ist noch da. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Ah, die habe ich nicht gesehen. Ich laufe einmal um den Stein rum. So schnell konnte ich gar nicht reagieren, wie das Scheißvieh angegriffen hat. Spinne auf Speed, ey. Aber die kommt wieder in meine Richtung.
Sie ist genau bei mir. Geht an mir vorbei und geht an den Stein wieder hoch und wartet da. Das sieht sehr schlecht aus. Jetzt geht sie weg, ich sehe sie nicht mehr. 8 Sekunden. 7. 6. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Sehe sie nicht. Ich höre sie und lass weg. Weg, 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 weg. Schnell weg, 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 weg. Oh, hat mich schon wieder oder was? Oh, das gibt's nicht. Aber das ist ja nicht sein Revier. Versteck dich. Ja, ich lauf gerade weg von ihr. Er hängt noch hinterm Baumstamm. Ah, ich sehe ihn. Wenn er jetzt wieder normal Richtung seiner alten Position rennt, sollte er ja mich in Ruhe lassen. Nein, er geht die Richtung in deine Richtung. Ach, ist doof. Peter, nee, er kommt, er kommt. Okay. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Okay. Okay, ich renne nochmal hier ganz zurück. Ja. Ich scheiß auf die Pfeile. Du rennst links lang, bist du irre? Vielleicht ist da eine zweite Spin-off-Speed. Oder Koks. Oder LSD. So, jetzt bin ich voll. Kann nichts mehr tragen. Was hast du denn gesammelt? Pfeile? Ja. Ah, da ist sie schon wieder. Oh, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Oh, ich habe den Speer gefunden. Cool. Leider hat die Spinne auch den Speer gefunden. Speer kann man relativ leicht neu machen. Ja, ich würde auch sagen... Die winken mir noch zu mit ihren Ärmchen. Nee, ich lass mal die, den Speer Speer sein. Ist eine gute Idee. Was zu essen könnte ich gebrauchen. Ah, bin voll. Was kann ich denn wegwerfen? Puh. Ich habe übrigens tatsächlich gerade wieder keine Marker bei mir angezeigt, wo was ist. Okay. Siehst du mich auf der Map? Dich sehe ich, ja. Ah, ich bin am... Vorsichtig, nicht da durchgehen, da ist auf jeden Fall... Ja. Ich kenne die Stelle, ich kenne die Stelle. Ich habe sie gerade erkannt und jetzt gehe ich erstmal einen Umweg. Ja. Also so schnell kannst du gar nicht reagieren, wie diese Scheißviecher kommen. Ja. Die anderen Spinnen sind mir lieber, die sind auch nicht so aggressiv und so schnell. Mhm. Oh, wie praktisch, hier ist eine Field Station. Ich guck mal, ob ich was zum Analysieren da habe. Nö. Ich auch nicht. Aber für dich habe ich, glaube ich, noch Platz. Hey! Silbe! Ich höre noch welche. Die schon genommen? Silbe! Hey! Hallo! Milbenarschgesicht! Geh doch woanders hin. Hallo Milben. Hier ist die kleine Mathilde. Ich möchte euch töten. Tötet die Milbe, Milbe, Milbe. Oder auch nicht? Ich wette mit dir, wenn ich wieder zu Hause bin, steht bestimmt wieder alles an der falschen Stelle. Oh, hier ist die Milbenhöhle. Da, wo ich gerade bin. Nur ist ja praktisch. Ah, wir haben uns komplett aufgetrennt, sehe ich gerade. Aufgeteilt. Aufgetrennt. Wieder hoch. Milbe, Milbe, wo bist du?
So, ich gehe jetzt nochmal in die Spinnhöhle. In die Spinnhöhle? Milbenhöhle. Entschuldigung, hab mich falsch ausgedacht. Ja, Milbenhöhle könnte ich nachvollziehen, das macht Sinn. Aber irgendwie sehe ich keine Milben in dieser Milbenhöhle. Nö, Milben sind ausgeflogen. Feiglinge. Boah, ich ertrinke hier einen Saft. Ah, unsere alte Basis. Oh. Oh, an der Ameisenfalle sterben immer noch Ameisen. Oh. Schön. Aber ich habe immerhin 10 Maidfass insgesamt. Unsere Basis ertränkt auch so langsam in Saft. Unsere alte Basis, meinst du? Ja. Ah, jetzt sehe ich hier langsam endlich wieder Marker. Sehr schön. Ich sehe wieder Marker. Endlich. Unser Econ-Top-Fluss. Eigentlich müssten wir diese Senke komplett damit füllen. Ja, aber die halten uns ja auch auf. Ich weiß, aber es wäre lustig. Ich wusste es! Ich habe es gewusst! Ich habe es gewusst! Ich habe es gesagt! Also passiert das immer so nach einer Zeit X, ne? Eine halbe Stunde oder so. I mean, this is probably what bottled water is. Hurra, wir zu Hause. Dein Essen musst du noch abhängen, sonst wird das, glaube ich, schlecht. Ja, ich glaube, nee, ich glaube, das wird nicht so schnell schlecht. Ne, wir hatten es einmal nicht mehr dabei gehabt. Das rechts ist von mir neu. Ich habe auch 2 neue dran gehängt. Also ich weiß, einmal war es dann weg. Also ich habe 2 Sachen dran gehängt, Punkt. So, und ich lock mich einmal aus und wieder ein und bring mich um und komm wieder. Ja, klingt nach einem Plan. Und ich falle wieder durch den Boden. Der Klassiker. Yep. Keine Folge, ohne dass Mathilde durch den Boden fällt. Wo ist mein Zeug? Amok, du. Siehst du mein Zeug? Warte, ich sehe erstmal gar nichts. Siehst du meinen Rucksack? Okay. Wo ist mein Maidfass? Ich hab doch gerade Maidfass hier reingeschmissen. I love, love, love that. Okay, wo ist dein Rucksack? Hier ist dein Rucksack. Ich stehe direkt davor. Ja, kannst du die Sachen nehmen? Nein, no stealing.
Quasi da, wo ich hinschlage, daneben ist er. Links, also von dir aus rechts vom Speer. Oh, jetzt sehe ich ihn, danke. Ich habe gleich 2, 3 Frames kaputtgeschlagen. Upsi, schwupsi. Ja gut, dann lassen wir sie da. Dann stirbst du jetzt immer hier auf dem Felsen. Das ist jetzt hier ein Todesfelsen. Extra freigeräumt für Mathilda. Dann kann sich hier hinlegen und sterben. So. Vielleicht ist das das Problem mit dem Fundament. Hat ja mit der Tür auch nicht ganz geklappt bei uns, ne? Ja. Vielleicht ist das auch noch nicht so ganz ausgereift hier in diesem Spiel. Irgendwas Großes geht an der Basis vorbei. Ist auf der anderen Seite. Ich glaube, das waren sogar 3 Teile. Ich höre was, aber ich sehe es nicht. Doch, da sehe ich einen Fühler. Ein Arschlochkäfer unter der Basis. Die Sonne geht unter. Wollen wir uns den noch holen? Getroffen? Ja, jetzt wird er weg, die feige Sau. Oh, feiger Sack. Jetzt kommt er. Er hat mich hier schon mal erwischt beim Spucken. Genau, komm von der Seite, das machst du gut. Eine dumme Sau. Das kommt davon, wenn man hier an unserer Basis vorbeigeht. Dann regnet es Pfeile. Es regnet. Es regnet Blut. Nee, Pfeile. Oh, das Spielmanns Fluch. Alter, hat mich erwischt. Oder hast du mich mit dem Pfeil getroffen? Nee. Achtung, geh mal weg. Ah, das gibt's doch nicht. Bei Pedro, feige Sau! Alter, ich treff den nicht. Ich auch nicht. Alter! Kann man nicht so scheiße schießen auf einmal? Warum trifft man den nicht mehr? Ey, ich stehe direkt hinten neben dem und treff den nicht. Ich glaube, der ist verbuggt, der Scheiß. Ja, aber treffen Arsch. Kann der oder was? Nee, jetzt ist er im Arsch. Boah. Aggro auf dich, oder was? Ja, ich habe sie aus Versehen getroffen, als ich den Arschlochkäfer gekloppt habe. Musste ich sie leider töten. Es tut mir auch sehr leid. Arme Ameise. Na, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ja, es war aber ganz schön blöd, weil, erst zum Schluss habe ich wieder seine Schadensleiste gesehen, aber ich muss doch zwischendurch getroffen haben, ey. Ey, ich stand direkt neben denen und habe mit diesem Ameisenklapp auf den eingeprügelt. Ich stand wirklich direkt neben ihm. Der war einfach kurz verbuggt und als er mich getroffen hat, konnte ich ihn auch wieder treffen. Es ist halt noch im Early Access, das Spiel. Ja, und man merkt es auch. Ja, aber wir haben Spiele gespielt, die im Early Access viel beschissener waren. Da hast du recht. DayZ, 7 Days. Oh. Die Liste ist lang. Oh, jetzt habe ich mir was zum Braten geholt. Das ist schön. Das Glue kann man ja nur einmal benutzen, ne? Mm. Ist ganz schön scheiße. Mm.
So, was wollten wir craften? Ich hab's vergessen, ich bin gerade mit meiner Rüstung beschäftigt. Ah, ich komme übrigens nicht mehr an die Workbench ran. Es fängt schon wieder an. Wenn's wieder anfängt, hören wir auf. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ihr Lieben. Wir brauchen mehr Mindfass für die nächste Folge. Ja, 10 habe ich aber gerade in die eine Kiste gepackt. Weil ich brauche noch 2 Reparatursachen und dann ist aber auch schon der Mindfass alle. Okay. Na, wo ist es denn? Da. Also müssen wir echt mal die Milbenhöhle nochmal vornehmen oder so. Ja, du, ich war gerade in der Milbenhöhle, da war niemand mehr. Nur um die Milbenhöhle rum sind ein paar rumgeturt. Schlöcher. Ja. Gut, dann verlassen wir euch und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, oder was wolltest du sagen? Ja. Ich wollte sagen, irgendwann nehmen wir uns auch noch die Speech-Spinne vor, die unsere alten Sachen bewacht. Der habe ich noch eine Rechnung auf. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie wir die erwischen sollen. Vielleicht mit einem besseren Bogen oder so? Ja, dafür müssen wir aber eine Speedspinne töten. Ach, dieser Kreislauf. Ist aber nicht so schlimm wie bei Conan. Das ist, angenehmer hier. Noch. Ja. Aber noch ist das Spiel nicht fertig. Ja, und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir das noch nicht so viel gespielt haben wie Conan. Ja, aber Conan hat auch mehr Content als das Spiel gerade hier. Ja, das ist ja auch schon fertig. Ja. Gut, ja, dann reingehauen, ne? Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.